Let's start again. Babalui? Katze? Balui? Katze? Hä? Wo sind die beiden denn? Wir waren doch gerade... Warte mal, ich bin jetzt total durcheinander. Wir waren doch gerade hier unten in diesem eigenartigen See. Nee, ich glaube, hier auf der Seite war der, ne? Sind die beiden noch hier unten oder was? Nee, das sind die nicht. Hä? Wo sind denn Balui und die Katze jetzt hin? Ich verstehe es nicht. Die waren doch gerade noch eben hinter mir. Jetzt habe ich sie aus den Augen verloren. Ah, vielleicht sind die schon zur Stadt und ich bin einfach in die falsche Richtung gegangen. Die haben sich... oh Gott, die haben sich bestimmt schon auf den Weg gemacht. Eieiei, ich mach mich hier ganz schnell mal aus dem Staub, ey. Die sind bestimmt schon in der Stadt bei dieser komischen Kugel und bringen schon das ganze TNT ohne mich an. Boah, zum Glück habe ich auf jeden Fall einiges mitgenommen von diesem Mega-TNT. Ach, das wird die größte Sprengung aller Zeiten. Wir werden diese Kugel dem Erdboden gleich machen. Das wird aber auch langsam Zeit, dass wir diese Kugel entfernt kriegen. Weil wir hätten schon viel, viel eher so handeln müssen. Aber das Problem ist, ich kann Balui einfach nicht mehr vertrauen. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob Balui Balui ist oder ob Balui der Urdrache ist, der Urdrache Balui ist oder Balui der Urdrache ist. Ich komme komplett durcheinander. Und jetzt versucht er wahrscheinlich auch noch diese Katze hinters Licht zu führen. Ich muss aufpassen, ich darf mich nicht täuschen lassen. Wer weiß, ob der Hammer überhaupt irgendeinen Effekt erzielt hat. Und ich weiß nicht, ey. Ich traue der ganzen Sache nicht mit Balui. Das ist alles sehr, sehr eigenartig. Und ich weiß nie, ob was stimmt oder ob es nicht stimmt. Ich habe echt keine Ahnung mehr langsam. Ich weiß nicht, wie wir das anstellen sollen, dass wir das rauskriegen. Wir müssen irgendwie den Urdrachen aus Balui rausbekommen, damit Balui wieder er selbst ist. Wir müssen uns da irgendwas überlegen. Vielleicht muss ich mit diesem Jonas oder Masitrix mal reden. Die sind ja irgendwie magisch begabt oder so. Vielleicht kann man da so eine Art Ritual oder so durchführen, dass man aus Balui diesen Urdrachen ausgetrieben bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie funktionieren könnte. Aber dafür muss ich Balui eine Art Falle stellen. Ich weiß nur nicht, ob wir das hinkriegen. Ich muss mal gucken. Ich schaue jetzt erstmal, ob er hier ist. Aber er darf nichts von diesem Plan erfahren. Ich darf davon nichts verraten, dass ich den Urdrachen aus ihm raustreiben will. Ich werde mal gucken, dass ich mit Jonas oder Masitrix irgendwie Kontakt aufnehme. Hinterrücks, ohne dass Balui das irgendwie merkt. Und dann werden wir mal schauen, ob wir irgendwie den Urdrachen rausgetrieben kriegen aus ihm. Ich weiß nur, dass Masitrix oder Jonas, ich glaube, einer von den beiden wohnt hinten bei Early Boy. Ich habe keine Ahnung, wessen Haus denen gehört. Da muss ich mal schauen. Weil sonst könnte ich da eine Nachricht hinterlassen. Ja, diese Kugel, sie wird immer größer und größer. Sie wird immer größer. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Oh, wer steht denn da? Kamoku. Wer bist du denn, Kamoku? Hallo? Was machst du denn hier? Wer bist du? Hallo, Gamers Time, okay. Alles klar. Was ist das denn für ein eigenartiger? Was ist das? Hier ist eine Art Schleim oder so. Ich habe noch einen Pokal mit Jelly Poison. Ich weiß nicht, was das ist. Ich nehme das mal mit. Das scheint hier von dieser Kugel zu kommen. Dieser komische Glibber. Ich nehme den auf jeden Fall mal mit. So. Und hier müssen wir die Explosion vorbereiten. Hier unten. Hier muss alles hin. Wir müssen hier alles aufstellen, das ganze TNT. Das muss alles hier unten aufgebaut werden. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon aufbauen soll. Ich glaube, bevor das nachher irgendwie durch irgendeinen Defekt oder so nachher hochgeht, dass ich lieber hier auf Balui warten sollte, bis er am Start ist. Aber die Frage ist, wo ist Balui eigentlich gerade mit der Katze? Hier ist niemand. Hoffentlich führt er sie nicht wirklich gerade hinters Licht. Und was ist das hier? Hier liegt einfach ein... Was ist das für eine Waffe? Ich muss gucken, was kann ich dafür wegtun. Was ist das hier für eine eigenartige Waffe? Diese Pfeile. Ein Dämonenschwert. Demonic Sword. Das... Ich weiß nicht, woher das kommt, Leute. Ich habe echt keine Ahnung, wer hat das Dämonenschwert hier. Hä? Hier passieren echt sehr eigenartige Dinge. Ich heb dieses Schwert erstmal auf. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie mit Balui oder so zu tun hat. Aber... Mir hatte ja die Katze erzählt, damals war in Balui ein Dämon drin oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bestimmt irgendwas mit Balui zu tun hat. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich an diese eigenartige Kiste komme. Ich glaube, wir hatten ja hier hinten im Lager noch in dem Turm eine. Ja, der steht auch noch. Und dann werde ich da erstmal so lange mein ganzes TNT drinne bunkern, was ich jetzt habe. Und ich könnte nochmal mich auf den Weg in die alte Stadt machen und gucken, ob ich das Haus von
Early Boy oder diesem Jonas, also von Early Boy oder halt Jonas und Masitrix, finde ich, weiß nicht, ob die alle zusammen wohnen, keine Ahnung, da muss ich jetzt gleich mal schauen. Aber das ist sehr wichtig, wir müssen irgendwie den Urdrachen aus Balui rausgetrieben bekommen. Hi Siegfried, ich muss ganz kurz nur einmal oben an die Kiste. Doch, ja, sehr schön, hier ist die. Ja, ja, die ist auch noch sehr voll. Oh, ich habe auch noch sehr viel von diesem Dynamit. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir das mal alles hier wegbekommen. Ich muss auch mal meine Kiste ein bisschen ausräumen. Ja, den Vertrag schmeißen wir mal weg. Hier diese Krönungsurkunde brauche ich auch nicht mehr. So, dann nehme ich mal das ganze Dynamit hier mit raus. So, zack, zack, zack. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Genau. Ja, ich bin aber auch schon ganz schön vollgeladen mit Sachen, ey. Da muss ich auch mal gucken, dass ich da langsam mal so ein bisschen mehr Platz schaffe. Mal so ein Burger essen hier. Ja, komm, ich mach mich mal auf den Weg. Ich guck mal, ob ich bei Early Boy hinten irgendeinen Hinweis oder so finde, wo sich dieser Jonas oder Masitrix gerade aufhält. Und ob ich irgendwie Kontakt zu ihm aufnehmen kann, damit wir da irgendwie was machen können wegen Balui. Da muss ja irgendwas muss da möglich sein, dass wir da was machen können gegen. Ich weiß zwar noch nicht was genau, aber irgendwas werden wir schon schaffen, dass wir da irgendwas hinbekommen. So, mal hier lang gehen. So, und dann gucken wir mal hier. Ah, okay. Hier rüber. Da. So. Ah, oh Gott. Vorsichtig. Ich hoffe, dass dieser Masitrix oder Jonas vielleicht sogar schon da sind. Vielleicht habe ich ja Glück und erwisch gerade einen von den beiden. Das wäre super, super wichtig. Oh. Moment mal. Wenn ich mir das aber so recht überlege, ich weiß gar nicht, ob dieser Masitrix mir glauben wird oder dieser Jonas. Beim letzten Mal, wo wir in der Stadt waren, zusammen sogar Balui und ich, und das mit der Kugel erzählt haben, hat er uns auch ausgelacht. Ich glaube, ich muss die Sache ganz anders angehen. Ich muss irgendwie Balui dazu bringen, sein wahres Gesicht, oder besser gesagt den Urdrachen, sein wahres Gesicht im Beisein von Masitrix oder Jonas zu zeigen. Und das Ganze kann ich nur irgendwie schaffen, indem ich es schaffe, Balui irgendwie in seine Nähe zu bekommen und irgendwas zu machen, dass der Urdrache sein wahres Gesicht zeigt. Ich glaube, nee, ich erzähle lieber erstmal nichts, weil glauben wird mir sowieso dann erstmal wieder keiner. Und dann wird die ganze Sache noch schwieriger. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, womit ich den Urdrachen dazu bringen könnte, sein wahres Gesicht zu zeigen. Dass das irgendwie Masitrix oder Jonas, wer auch immer von den beiden in der Lage wäre, den Urdrachen aus Balui auszutreiben, das mitbekommt. Aber diese Sache würde das Opfer eines Drachen erfordern. Ich muss mir das echt genau überlegen. Ich müsste nämlich einen Drachen vor seinen Augen am besten töten. Wenn ich einen Drachen oder angreife, zumindest angreife, ja. Ich muss den Drachen ja nicht töten, aber wenn ich einen Drachen vor seinen Augen verletze, das könnte sein, dass das den Urdrachen so in Zorn geraten lässt, dass er vielleicht aus Balui herausbricht und sofort wieder anfängt, von dem ganzen Weltuntergang und Drachenwelt in diese Welt befördern und dass die Drachen uns vernichten werden und alles, dass das alles aus ihm rausströmt einfach. So könnte ich den Urdrachen hinters Licht führen, ja? Das ist eigentlich eine gute Idee, nur er darf von dieser ganzen Sache nichts mitbekommen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Balui irgendwie finde. Der muss sich ja auch irgendwo da rumtreiben in der Stadt. Ich habe zwar noch keinen Plan, wo genau, aber irgendwo muss er ja sein. Und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich ihn in der Nähe von Jonas bekomme. Da muss ich mir auch noch irgendeine Geschichte einfallen lassen, wieso wir zu Jonas gehen. Genau, ich würde sagen, wir machen es einfach so. Ich werde Balui erzählen, dass Jonas oder Masitrix, wer auch immer von den beiden, eine Lösung gefunden hat für die Kugel. Und dann werde ich meinen ganzen Plan durchführen. Und sobald Jonas oder Masitrix das gesehen haben, was da vor sich geht mit Balui, werde ich dann erzählen, was wir machen müssen. Und ich hoffe, dass wir dann eine Lösung dafür finden. Das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Ich muss jetzt erstmal nur gucken, wo ich Balui finde. Ich habe keine Ahnung. Balui, bist du hier irgendwo? Balui? Vielleicht ist er bei Bassi zu Hause. Moment, wo hat Bassi nochmal gewohnt? Das war, glaube ich, doch... Nee, hier war es nicht, ne? Nee, nicht bei Otto. Bei Otto hat er nicht gewohnt. Wo hatte Bassi nochmal sein Haus? Das war doch irgendwo hier in der Nähe. Ich weiß das doch. Irgendwo hier hat Basti gewohnt. Bin mir da so sicher. War das nicht doch hier? Nee, das war doch hinten. Da war doch irgendwo so eine Tür, ne? Nee, hier hat er auf keinen Fall gewohnt. Nee, hier auf gar keinen Fall. Nee, dann muss ich weiter links, glaube ich. Guck mal, ob das hier vielleicht irgendwo war. Ah, nein, hier auch nicht, ne? Dann kann das sein, dass man erstmal hier hoch musste. So, hier und dann hier. Ja, genau, ich glaube, hier war das Haus von Basti. Ich glaube, dann musste man hier rein, hier rum. Genau. Balui?
Nee, hier ist niemand. Basti ist auch nicht da. Basti habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wo der ist, was der treibt oder was der am Machen ist. Eigentlich wollte er uns ja helfen und dann, keine Ahnung, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist Baloo irgendwie im... Vielleicht ist er oben im Königssaal oder so. Der muss ja irgendwo hingegangen sein und auch mit dieser Katze. Ich habe echt keinen Plan. Wir müssen den irgendwie finden. Vor allen Dingen darf er dieser Katze nichts antun. Wer weiß, was er vorhat. Hier ist er aber auch nicht. Vielleicht auf seinem Turm, das könnte auch sein. Immer vorsichtig auf diese Kugel. Oh, je, vorsichtig. Bloß nicht da reinfallen irgendwie. So, und dann hier oben auf den Turm. Baloo, bist du hier irgendwo? Hallo? Nee, das ist nur sein magischer Turm, ne? Hey, und hier hinten vielleicht? Vielleicht hier? Hallo? Baloo? Hm. Wo könnte der denn stecken? Wo ist der denn hingegangen? Hier ist er auch nicht, ne? In dem Haus. Zum Glück habe ich Tana gesagt, sie soll wegen dem Architekten mal schauen. Und die ist jetzt die ganze Zeit weg. Die kriegt hier von der ganzen Sache überhaupt nichts mit. Das ist schon mal gut. Boah, guckt euch das mal an. Unser ganzes Haus ist abgerissen mittlerweile. Durch dieses blöde Ding hier. Mensch, ey. Kannst du nicht einfach verschwinden? Du nervst. Ich muss mir jetzt echt Gedanken machen. Wir müssen diese Kugel irgendwie wegbekommen. Und auch den Urdrachen aus Baloo raus. Also... Ich denke, ich werde zuerst einmal jetzt gucken, dass ich irgendwo Baloo gefunden kriege. Der muss ja irgendwo sich hier rumtreiben. Vielleicht ist irgendwo auch die Katze oder so. Vielleicht sind die auch zu Baloo nach Hause in die alte Stadt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde da auf jeden Fall mal schauen, dass ich da irgendwas herausfinde. Da mache ich mich auf den Weg und such mal nach den beiden. Und sobald ich Baloo gefunden habe, setzen wir dann meinen Plan in die Tat um, dass ich versuche, ihn vor dem... vor Jonas oder Masitrix quasi den Urdrachen aus der Fassung zu bringen. Ich hoffe, das Ganze funktioniert. Vielleicht sind ja sogar noch mehr Leute aus der Stadt dann dabei und kriegen das mit, so dass die Leute das wahre Gesicht vom Urdrachen sehen und welche Bedrohung er wirklich für uns ist und wir das Ganze irgendwie geregelt bekommen. Keine Ahnung, ja, da müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie schaffen. Oh Gott, Gott, ja, ich muss vorsichtig sein. Oh. Ach, sehr gut. Erstmal hier weg von dieser komischen Kugel, ey. Ich spüre schon wieder diese komische Energie. Jedes Mal, wenn man auf der draufsteht, dann fühlt sich das an, als wenn das Böse durch einen direkt durchgeht. Ich muss Baloo auf jeden Fall finden. Irgendwo wird er hier schon sein. Ich mache mich erstmal auf die Suche nach ihm.